So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Soccer. Wir sind hier im Finale gegen Argentinien und haben es einfach nicht geschafft. Nach vielen Flüchen haben wir es trotzdem nicht geschafft. 4-3-3 machen wir. Ich mach's mir hier gemütlich in meinem Stuhl. Mach die Beine lang, weil ich es eh wieder nicht schaffe. Zumindest nicht, wenn ich so verbissen an die Sache rangehe. Komm schon! Drin! Mann, verdammt! So, jetzt nochmal. Schön hier den Ball mitnehmen. Ja, klar. Nein, so nicht. Ja, klar. Na klar. Fick dich, leck mich, Arsch, Pisser. Da habe ich schon gar keine Lust drauf, wenn das so anfängt. Dann können wir knicken. So, ich drehe mal das Mikro ein bisschen zu mir. Ja, geil. Geil. Geil, leck mich. So, jetzt machen wir das nochmal von vorne, ganz in Ruhe und entspannt. Wir bringen alle nichts. Machen wir mal so, doppelte Reihe. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Wieso kommt der denn nicht, der Blödmann? Komm schon. Nein, das war zu nah dran. Ganz in Ruhe. Nummer 10. Macht jetzt hier ein Dribbling und macht einen rein. Oder auch nicht. Wie kann die Nummer 10 den nicht reinmachen? Gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Ja, ist es denn wahr? Bin ich etwas zu nah dran mit der Nummer 10? Je näher dran, desto schlechter wird's. Ja, war kein Foul. Schön im Strafraum. Ungenietet worden, aber macht ja nichts. Macht überhaupt nichts. So, nicht zu nah dran und drin. Nee. Ich dachte schon. Das wäre es jetzt auch gewesen. So. Frag mich, warum die sich immer so lange erstmal umschauen. Komm schon, machen wir einfach rein. Ist doch egal wie. Warum bin ich hier wieder fast alleine gewesen? Und wieso kommt der nicht? Der Nummer 10. So, jetzt nochmal. Oh Mann. Oh, das ist so schwer. Geht doch. Geil. Schöner Schuss. Flach ins Eck. Nee, zu nah. Mist. Nein! Torwart, 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 komm raus! Boah, Gott sei Dank. Einwurf. Scheißegal, was passiert. Hallo. Thank you.
Sache drin. Ja, ja, ja. Ja. Der muss flach unten ankommen, dann hält er den anscheinend nicht. Das kriegt er nicht hier hin. Das kriegt er nicht hier hin. Das kriegt er nicht hin. Komm, flach, flach, flach. Ja. Ja, jawohl. Hat wieder geklappt. Komm, das versuchen wir jetzt so oft, wie es geht. Von hier kann ich nämlich besser sehen, wo das Tor ist. Nein. Okay, so geht's auch. Sehr schön. Also wer nicht flucht und so ruhig ist, der muss auch, wenn er ein Tor schießt, ruhig bleiben. Ruhig und gelassen. Und analysierend. Analysierend, weshalb man denn jetzt ein Tor gemacht hat. Komm. Nee, der war super luschig. Der braucht ja nur ein bisschen laufen, der Torwart, und schon hat er den Ball. Nee, der war zu unplatziert. Okay. Oh, ich hatte meinen eigenen Spieler im Weg, wie es scheint. Ins Aus. Egal. Wir führen schon 4-0. Hat er seinen Stinkefuß im Weg. Kopfball aber daneben. Jetzt drin. Nee! Okay, gibt auch kein Erfolgsrezept oder so. Kein Geheimrezept. So. Nee. Ich muss bloß nicht noch weder ein Tor noch eine Karte, bitte. Halbzeit. 4-0 zur Halbzeit. Das ist schon mal gut. Wir sind ruhig geblieben, sachlich geblieben. Dann geht doch auch alles. Also, Kinder, lernt vom Onkel Ricky, dass man immer ruhig bleiben muss. Nur dann hat man Erfolg. Wir behalten natürlich die Aufstellung. Die scheint nämlich ganz gut zu sein. Jetzt kommt die Actionmusik, die will uns wieder aufgeregt machen. Und wir müssen versuchen, weiterhin ruhig zu bleiben. Komm! Jawohl, flach ins Eck! Geil! Jetzt weiß ich auch, von wo ich schießen muss, damit er ins Eck geht. Ist schon mal gut. Jetzt aber Nummer 10. Geht doch. Und drin. Ja, geil. Jetzt geht's auch. Schön ruhig und sachlich, dann klappt auch alles. Und sonst ist man nur überhastet und aggressiv und das blockiert das Können. Ist egal, einfach laufen. Je länger ich mit dem Ball laufe, umso weniger kann der Gegner den Ball haben. An den Pfosten. Mist. Okay. Komm, Nummer 3. Mist. Nicht nervös werden, das war nur ein Tor. Der muss noch 5 Tore schießen. Dann steht es erst unentschieden. Und wir schießen ja wohl selbstverständlich auch noch das ein oder andere Tor.
Nein, das war nicht gut. Nummer 9, mach doch auch mal einen. Nee, so nicht. Egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Ist egal. Verdammt. Nein. Du kriegst nicht den Ball von mir. Alle hauen sich gegenseitig um hier. La 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 la. Alter. Alles klar. Anscheinend machen wir doch keinen Schaden mehr. Aber das macht nichts. Schön ruhig bleiben. Nee, das war. Okay, ich muss ungefähr woanders her schießen, okay. Nein, das war jetzt das Foul. Verdammt. Gibt's jetzt die rote Karte? Nein, die gelbe. Freunde, das sieht so gut aus. Eine Minute, fünf Tore. Also wenn wir jetzt noch eins schießen, dann ist es auf jeden Fall fest. Nee. Geil, die Nummer 10 kann auch mit F4 schießen. Alles klar, 20 Sekunden. Da brennt nichts mehr an. Tor. Jawohl, wir schießen noch ein Tor. Schön. Sehr schön. Freunde, freut euch mit mir. Wir haben es geschafft. Das heißt auch, dass dieses Projekt jetzt schon wieder vorbei ist. Flach können die Torwärter gar nicht halten. Wie es scheint zumindest. Ende. Gewonnen. Ja, jawohl, jawohl, ja, 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 jawohl, jawohl, ja, ja, ja. Jetzt probieren wir nochmal, jetzt schauen wir uns mal die Siegerehrung an. Ja, da ist er, der Pokal. Alle freuen sie sich. Was passiert jetzt? Ach so. Was? Hallo? Was macht ihr? Gib uns die Trophäe wieder. Ha! Den Weltpokal zu gewinnen heißt nicht, dass du die beste Mannschaft bist. Wenn du die Trophäe willst, musst du gegen mein Team spielen, um den wahren Champion rauszufinden. Ach du Scheiße. Kommt doch noch einer. Okay.
Special Game. Ach du Scheiße. Dann machen wir mal, nee, nicht nochmal. Nintendo. Wow! Die haben alles voll. Ach du Scheiße. Nintendo Team. Boah, das schaffe ich nicht. Aber ich halte trotzdem jetzt bis zum Ende durch, ist egal, was passiert. Komm. Ach, schade. Weil ich gerne... Boah, wie weit der den Abschluss macht. Geil. Will ich auch können. Faul. Ja, der hat ja den Schiri auf seiner Seite, ne? Boah. Komm schon, komm schon, komm schon. Der hält den, okay. Komm schon. Jetzt hält er ihn nicht. Jawohl, wir führen 1-0. Egal was passiert, ich werde die zweite Hälfte einfach mal erkennen. Ich will mal die Musik wissen, ob da eine Nintendo-Musik kommt. So Mario zum Beispiel. Hol ihn dir. Komm schon. Nee, da war es viel zu schwach. Der Ball ist ja noch nicht mal richtig geflogen. Wow. Wow. Nicht in den Arme direkt. Nein. Komm schon! Mist. Immerhin haben wir geschossen. Das war bisher ja auch nicht immer so der Fall. Verdammt. Nein, jetzt ist wieder ein Foul. Ha. Hammerhart. Hammerhart. Die schwarzen Jungs. Gelb wieder nur, Gott sei Dank. Boah, ist das ein Überraschungsteam. Ich dachte, das wär's jetzt. So, jetzt gibt die rote. Bitte, bitte, bitte. Och man, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Nein. Doch, Abstoß. Gut. Sehr schön. Nein, das war scheiße. Das war sehr scheiße. Komm schon. Nee, doch, zu weit weg. Da verliert der Ball schon an Fahrt. Nein, der ist drin. Oh, der ist doch nicht drin. Gibt's denn sowas? Nee, da kommt keiner. Mist. Einfach weg und oh. Boah, was für boah. Komm, ein bisschen die Zeit ablaufen. Ach nee, Quatsch, geht gar nicht. Verdammt. Boah. Komm schon. Nee, der andere hält den schon. Der kommt noch nicht mal bis zum Torwart. Jetzt aber. Mann. Selbst die 10 macht ihn nicht. Glaubt man denn das?
Nein, wie dumm. Und was für ein Glück. Boah. Einwurf, ist egal. Einfach weg. Jawohl, 1-0 zur Hälfte gegen Nintendo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Ja, wir behalten die Aufstellung. Nein, wir hatten doch gerade so eine gute Scheiße. Wieso nehme ich die denn nicht? Was mache ich denn? Verdammt. Jetzt müssen wir so gut es geht die Manege retten. Nun wird er mir doch noch den Ball weg. Nein! Scheiße. Es wurde aber auch Zeit, dass der ein Tor macht. Es wurde mir schon gruselig. Boah! Alter! Wieso folgt er denn nicht? Das ging gar nicht jetzt. Der hat nichts gemacht. Halt ihn doch! Mann, scheiße. Verdammt. Wenn der nicht reingeht, ne, dann kannst du es doch schon knicken. Ja, komm, fick mich. Oh, ne, lass es. Ich stehe nicht so drauf. Nein. Der hat 3 Tore mehr als ich. Vier. Ja. Ist egal. Come back again. Ich halte sie, bis du besiegst. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, das schaffen wir nie im Leben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für dieses Projekt. Ich verabschiede mich trotzdem schon mal für dieses Projekt und sage, das Projekt ist vorbei. Weil ich schaffe es, glaube ich, nie im Leben. Aber wir lassen uns gerne mal überraschen. Ich werde es ab und zu mal, wenn ich Lust habe, und die anderen Projekte es zulassen, einfach mal es versuchen. Und wenn ich es dann schaffe, dann werdet ihr sehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.